herzliches Willkommen bei Largo in der Schmiede. Wir müssen nämlich handeln. Wir müssen verkaufen ohne Ende. Ja, wir haben so viel Ramsch hier. Auf alle Fälle. Leider. Ja, wir haben jetzt einiges dazu gewonnen. So, das haben wir gesagt, behalten wir. Fertigkeiten Axt brauchen wir nicht. Und das wär's, ne? Weil das kann uns natürlich auch immer wieder mal was zerbrechen. Ist zwar schon lange nicht mehr vorgekommen, aber man weiß es halt nicht, ne? Und dann wieder zurückzulatschen, ist natürlich blöd, ne? Dann können wir zumindest mit der Ausrüstung uns über Wasser halten. Obwohl, braucht man das hier noch, die Armbrust? Wer wird denn jemals noch Experte, oder? Wieso wird eigentlich hier nicht angezeigt? Wissen sie nicht. Ja, ich werde niemanden mehr zum Experten der Armbrust hier machen, oder? Ja, man weiß es nicht. Man weiß es halt nicht, ne? Gut, es sind ja immerhin noch zwei Akte. Wie viel haben wir gehabt? Gold haben wir ohne Ende. Ja, wir bräuchten eigentlich wieder ein bisschen Ausrüstung. Die Klippe hat auch nichts mehr, ne, jetzt hier. Oh, nee. Oh, nee. Obwohl es eigentlich, also beidhändig ist. Okay, sehe ich ein. Es sind beidhändig. Das macht ja immer ein bisschen mehr Schaden. So, dann gehe ich mal zu Krakak. Davor hat unsere Gruppe aber noch beschlossen, hier mal ein bisschen zu rasten. Wollen wir den nochmal versuchen zu wecken? Oh, der Liebe in Ruhe lassen. Ja, rasten. I feel stronger. Und Proviant kaufen. Obwohl hätten wir Rasten nicht unbedingt, ne? Wir haben nur zwei Proviant dazu gewonnen. Nee, was soll's. Wenn man Gold hat, ne, dann gibt man es auch für solchen Mist aus. Also zu Krakak. So, und dann sind wir hier alle in schönster Eintracht und wollen mal schauen, ob wir diesen Fluch aufheben können, ne, Kaspar? At least we got paid. Ist schlimmer, als ich dachte. Diese Krankheit wurde durch Magie der Leere hervorgerufen. Ein Niedermand ist dafür verantwortlich. Dieser Fluch der Leere zerstört nicht nur langsam euren Körper von innen. Je größer er wird, desto stärker beeinflusst er auch eure Existenz. Die Menschen werden anfangen, euch zu vergessen. Wenn es vorbei ist, werden sie sich nicht einmal daran erinnern, dass ihr gelebt habt. Ach, das übersteigt mein Wissen. Tatsächlich glaube ich, dass nicht einmal der Niedermand wissen würde, wie man diesen Fluch aufheben kann. Dieser drachenverfluchte Dreckskerl. Ich hätte wissen müssen, dass ein sprechendes Skelett nichts Gutes bedeuten kann und ihn töten sollen. Oh, mir ist übel, als ich die Gelegenheit hatte. Also ist das mein Schicksal. Von Freund und Feind vergessen, von meinem Sohn und meiner Enkeltochter. Das kann ich nicht zulassen. Dagegen muss ich etwas tun. Dieser Fluch. Es ist ein magischer Parasit, der sich von eurer Lebensessenz nährt. Wie alle Parasiten lebt er nur so lange, wie sein wird. Wenn ihr sterbt, während sich die Leute noch an euch erinnern, bleiben zumindest ihre Erinnerungen noch übrig. Some choice, huh? Hear this. If I die... I die fighting. I die sword in hand, facing an adversary worthy of me. If that skull-faced son of a bitch wants to remove me from history, then I'll make sure my death is the stuff of legends. You hear me? Tja, Asher nutzt alles. Asher could go to hell. Kann ich noch irgendwie behilflich sein? Anscheinend nicht. Sagst du dazu? Nichts. Ausbildung Wassermagie, sagst du.
Ja, oh, das ist ja jetzt schön und gut, aber wir haben hier noch ein Kristallspinnenherz und verborgene Schriftrollen und noch einen Anhänger. Wo muss denn das alles hier hinkommen? Ich weiß es nicht. Kaspar, ihr habt wirklich jetzt nichts mehr zu sagen, oder was? Wer seid ihr? Haben wir doch schon, oder? Klatsch, klatsch, klatsch. You joking, right? I'm Craig Hack. Ja, das ist mir. Ja, dann nicht. Dann nicht. Dann steigere ich hier. Geben der noch ein bisschen mehr, weil die teilt ganz schön aus, ne? Und ja, oh, Glück könnten wir. Ne, ich gebe Wahrnehmung. Glück könnten wir. Was ist hier? Wohin wollten wir dich trimmen? Ach, Schwert. Großmeister mit dem Schwerte, ne? Ne. Und wir könnten dich noch einen Meister mit dem Schild ausbilden, auf alle Fälle. Ja, wo war jetzt wieder der Großmeister mit. Oh Mann, ich hätte mir das alles hier aufschreiben müssen in meinem Büchchen. Ne? Das wäre nicht schlecht gewesen. Ich hätte mir so ein Notizbuch machen müssen. Und dann. Jetzt müssen wir trotzdem mal schauen. Ich blicke jetzt hier nicht mehr durch. Also, Yassat. Die Heldenschmiede, das schaffen wir erstmal nicht. Mondbarts Tochter haben wir nicht. Einen Monat warten, ja. Trefft alle Ziele. Das sollten wir auch nochmal angehen. Findet Shiva im Wislin-Dschungel. Das war hier irgendwo, ne? Ja, wir müssen noch eine Steinscheibe finden. Ah, weiß ich auch nicht. Ja, das haben wir nicht geschafft. Findet den nächsten Obelisk. Alle Teile. Miau. Ach so, Miau wollten wir noch machen. Haben wir vergessen. Ah, befreite Tiere gerne. Wir versuchen hier. Ich glaube, von hier aus kommt man in den Dschungel, oder? Nee, hier gibt es nur einen Ein- und Aus. Wurde was in Kartal? Könnte auch Kartal gewesen sein. Ja, ist eher anzunehmen. Ja, dann ist ja hier nichts mehr. Aber hier ist doch noch Kristall. Pass auf, ich gehe mal noch ein bisschen durch die Stadt. Vielleicht ist noch irgendwas hier. Mein näheres Anhänger. Der müsste ja auch noch irgendwo abgegeben werden, oder? Ich streife mal ein bisschen durch die Stadt und wir sehen uns dann wieder. Würde ich mal so behaupten. Ich bin hier mal, als ich durch die Stadt gestreift bin, bei Suleika angekommen. Da steht was von Beförderung Erzmagier. Ihr glaubt also, dass ihr alles habt, was nötig ist, um ein Erzmagier zu werden? Ich kann euch ausbilden. Aber zuerst muss ich euch um etwas bitten. Wer war ja klar. Betrachtet es als eine Probe eurer Fähigkeiten und als einen Gefallen, den ihr mir erweist. Ich bin schon nur seit lang auf der Suche nach, ja, seit Ewigkeiten verschollenen Zauber, der den Legenden der sieben Städte zufolge von niemand anderen als Sarissus entwickelt wurde, einem der Begründer der Akademien. Der Zauber trägt den Namen Kamla Asiya, was grob übersetzt etwa perfekte Heilung bedeutet. Seine Kräfte sollen so groß sein, dass er sogar von dämonischer Verderbtheit heilen kann. Das ist toll. Ich glaube nun, dass die Schriftrollen der Kamla Asiya von einem Zauberer namens Hakim versteckt wurden, einem von Sarissus letzten Schülern. Hakim hat nördlich von Kartal auf alten Chantiri-Ruinen einen Turm errichten lassen, den Turm der Mysterien. Zeugnis seiner Leidenschaft in Rätsel- und Denksportaufgaben und, jo, Puzzles. Doch was, wenn dieses Rätsel nicht nur ersonnen wurde, um Einfallsreichtum und Beharrlichkeit anderer Zauber auf die Probe zu stellen, sondern auch um die größte Trophäe von allem zu schützen, nämlich die Schriftrollen der Kamla Asiya? Ah, die vielen bei den Orks verbrachten Jahre haben meine Fähigkeit, Rätsel zu lösen, nicht besonders gut getan, und ich schäme mich nicht zuzugeben, dass mir der Turm der Mysterien zu hoch war. Doch vielleicht triumphiert eure vereinte Geisteskraft, wo ich gescheitert bin. Glaube ich kaum. Glaube ich kaum. Ich war auch zu lange bei den Orks. Ich schaffe.
Ach, wir haben's. My skill is improving. Ach, wir waren da drin schon. Gut zu wissen. Ihr habt es geschafft. Ich bin beeindruckt. Und ihr habt nicht nur Hakims Rätsel gelöst, sondern auch die Schriftrollen der Kamla Asir gefunden. Nun, sicher werden wir wohl erst sein, wenn wir sie entschlüsselt haben. Aber dies könnte die magische Entdeckung des Jahrhunderts sein. Oh Gott, wenn euch das nicht zu Erzmagiern macht, also dann weiß ich auch nicht. Schön. Was bedeutet das für uns? Großmeister der Mystik haben wir keinen, ne? Jetzt mag ich es. So, du bist aufgestiegen. Ja, was ich dir mal. Warte, erstmal das hier. Wahrnehmung habe ich den ganz schön hoch, ne? Machen wir mal noch Fertigkeiten. Was wollten wir bei dem noch? Da haben wir doch alles. Der müsste auch in Meisterrang der Mystik, ne? Mist. Magische Foki könnten wir machen. Widerstand gegen Magieschulen steigert sich um 1. Ist auch nicht das Schlechteste, ne? Oder wir hauen die Erdmagie höher. Nee, ne? Was ist eigentlich diesem A? Kritische Treffer. Nee. Widerstand. Den erhöhen wir. Ist hier irgendwo in der Klippe irgendein Meister der Mystik? Oh Mann, ich finde keinen einzigen Meister mehr. Meister der Erdmagie. Meister der Wassermagie. Meister der Arkandisziplin. Verjauft Zauber. Großmeister der Wassermagie. Meister des Ausweichens. Nee, ich brauche einen Meister. Sieht schlecht aus, ne? Ja, was ist jetzt mit unserem Erzmagier hier? Einige Magier haben sich so der Geisterwelt angepasst, dass sie sich auf beiden Seiten des Schleiers zu Hause fühlen. Durch ihr ständigen Wechsel zwischen den Welten erlangen sie nicht nur Wissen und Einsichten, sondern auch eine gewaltige Zuversicht. Wie es ihnen gestattet, die ehrgeizigen Beschwörungen und Zauber zu wagen als Verehrung und Neid, werden sie von ihresgleichen inzwischen Erzmagier genannt. Was bringt mir das aber jetzt so spielerisch? Ach, da kann ich wahrscheinlich als Erzmagier dann Großmeister in Dunkelmagie werden, ne? Schätze ich. Da haben wir ja mal einen. Wir schaffen es nicht, wahr zu werden. Wir schaffen es nicht, Runenmeister zu werden. Du bist aber noch kein Großmeister in der Dunkelmagie. Ich weiß ja gar nicht, wo der ist. Na super. So, ich schaue mich hier noch ein kleines bisschen um. Dann bin ich nochmal ins Mocha-Haus rein. Bei Yahima. Was handelt denn die überhaupt? Gibt die uns ein bisschen... Die gibt uns nur die ganz Großen, ne? Die haben wir ja eigentlich. Die Gewaltigen, die könnten wir noch ein paar benötigen. Aber selbst die haben wir, ne? Gigantische. Wow. Feuriger Flammenspeer. Wow. Wow, aber ne, der Herzbohrer, ne? Der muss ja erstmal seine volle Macht entfalten. Kuriert Schwäche. Jetzt könnte man ein bisschen mitnehmen, aber... Nee, ich mach's nicht. Grobe heilen. Regeneriert sofort. Das nehmen wir mal mit. Auch wenn es 400 kostet. Für alle Fälle, ne?
so für alle Fälle. Gut, denn wir haben ja jetzt ein kleines bisschen, haben wir ja Gold. So, Zauber lernen. Wollen wir schauen, ob es neue Zauber gibt? Ja. Ja. Ach halt, anvisierte Geschwächte? Na bitteschön, kaufen, danke. Jetzt können wir auch Schwäche heilen, ne? Wenn wir es nicht vergessen. Wahrscheinlich konnten wir schon die ganze Zeit. Giftsprühe. Giftheilung. Ja, Giftheilung machen wir. Erdabwendung. Ach, warum nicht? Ach, jetzt, wir haben es ja. Steinhaut. Ja, doch. Ich nehme es mal mit. Giftsprühe brauche ich nicht. Dann Gwendolin. Gar nichts. Meine Freundin. Ja, ich habe mich nicht sehr in Zauberei spezialisiert. Hier auch. Aha, nee, doch nicht. Dann los. Dann können wir jetzt Geschwächte auch. Und Markus? Was Neues? Nö. Schade eigentlich. Feuerabwendung. Ja, nee. Nö. Ja, schade eigentlich. Ich habe gedacht, der Erzmagier kann jetzt vielleicht mehr Zauber lernen, ne? Ja, dann haben wir hier nichts mehr zu tun. Dann gehe ich mal weiter. So, wir kaufen uns hier nochmal bei einem Händler. Habe ich gesehen, diese wasserabweisende Robe. Ja, weil die hat noch 16 Rüstungsschutz. Jawohl. Dann kannst du die da hier verkaufen. Und die hier anziehen. Danke. No. 100% Schutz vor Flüchen. Nee. Hast du noch was zu sagen hier? Fallenentschärfer. Nee, dann weiter geht's. So, wenn wir schon mal hier sind. Ich bin wieder draußen, ich habe nichts mehr gefunden, ne? In der Klippe. Wenn wir schon mal hier sind. Gehen wir mal hier rüber. Aha. Hat Tiro noch was zu uns zu sagen? Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Tiro? Nö. Keine Chance. Dann würde ich sagen, wir gehen noch mal hier rauf. Oder? Viele Werte gesteigert. Sollen wir machen, ne? Halt! Wir müssen doch noch mal in diese Höhle rein. Damit... Da haben wir doch noch was vergessen, oder? In der Höhle. Großmeister der Feuermagie. Ja, schön wär's. Nee, halt, ja doch, Großmeister der Feuermagie. Aber wir müssen ja nach Stuttgart. Ja, ist blöd genug ist es ja. Blöd genug ist es ja. Alchemisten können wir anwerben. Widerstand gegen Feuer, sehr starke Ja, wir müssen hier rüber. Wer war denn hier noch? Minohu. Hattet ihr noch irgendwas Entscheidendes zu sagen? Was ist denn das? Nur Grafik-Bug. Ach so, halt. Minho. Ach, das merke ich mir ja eh nicht. Minho. Minho Dschungel oder so hätte ich mir da aufschreiben müssen, ne, bei den ganzen. Ja, ich weiß. Ich sehe außerdem bei meiner Zettelwirtschaft hier überhaupt nicht mehr durch. Ne? Aber so überhaupt nicht mehr. Gar nicht mehr. Alchemist brauchen wir nicht anzuwerben. Halt! Völlig falsch? Nee, halt, Gott sei Dank. Komm hier rüber. So, dann versuchen wir nochmal hier ein bisschen weiterzukommen. Aber wir müssen noch in die Höhle irgendwo rein, ne? Da war doch noch irgendwo eine Höhle. Hier, ne?
Müssen wir nochmal rein. Aber wir schauen mal zu den starken Gegnern hin. Hallo, starke Gegner. Great, I needed to hit something. Well, thank Feuerschild. You for that. Zack. Kleiner. Nee, halt. Mach erstmal deinen Schild. Kannst du eigentlich gleich das Grauen hier... Na, das gefällt mir ein bisschen. Widerstand. Super. Klappt ja gleich hervorragend. Oh, das war schön. Das war noch besser. Gib ihm mal noch einen Säurespritzer mit. Hey, that's gonna leave a mark. Oh, geht. Geht, geht. Probier nochmal auf den Kriegsponder hier. Das Grauen. Ja, okay. Dann können wir weiter uns um den Elite-Schläger kümmern. Schade. Schön geht deine Regeneration nach oben. Ich glaube, die müsst, der müssen wir noch ein bisschen Magie geben. Dann geht wahrscheinlich die Regeneration besser nach oben, schätze ich. So, du wirst erstmal hier alle... Ja, trotzdem. Trotzdem. Ach so, warte mal. Du kannst aber noch was. Das machst du gleich. Du wirbelst die mal ein bisschen hier durcheinander. So, jetzt aber. Mach nochmal Regeneration. Du... So. Den Elite-Schläger nochmal hier fort. Oder auch nicht. Na, das bringt ja viel. Ne, dann wieder hier rüber. Okay, kommen wir ab. Du musst einen Schluck nehmen. Na, du haust wieder drauf. Nochmal. Der macht nicht schlecht Schaden, sehe ich gerade. So, dann haben wir hier noch einen Elite-Schläger, den sehr schön, wenn er trifft. Trifft nicht oft, aber wenn er trifft. Da machen wir gleich noch ein Giftwolke hin, wenn der Kriegspanther wieder kommt. Joa, na, das kommt nicht so gut. Dann weiter geht's. Sehr schön. Ja, wenn er trifft, ne, dann trifft er gut. Ein Spritzer. Und du machst mal das. So, jetzt kannst du wieder... Ne, kannst nicht. Ja, dann machst du's. Der müsste eigentlich gleich dahin sein. Ist er auch. Müssen wir nochmal einen Magietrank nehmen? Glaub nicht. Glaub nicht. Gut. Ja! Gut. Ja, das regeneriert sich immer auch ein bisschen, ne? Ist ja auch nicht schlecht. Oh, da kommt noch einer. Hab ich gar nicht gesehen. Sehr schön. Ja! Sehr schön. Was ist denn das? Verursacht. Puh, 50% Lebenskraft. Nicht schlecht. Mach nochmal. Genau nochmal auf alle. Hey, that's gonna leave a mark. Oh, können wir ab? Können wir ab? Können wir ab? Warte mal, mach gleich nochmal. And stay down. Dann hätten wir den. Dann können wir auf diesen blöden Jäger drauf. Hm. Jo, sieht gut aus. Sieht gut aus. Oh, da kommt ja noch einer. Oh Gott, wo kommen denn die alle her? Da machen wir noch einen Säurespritzer. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Schild haben wir. Mach mal noch... Noch... Die Qual. Noch die Qual, ne? Der Wal.
Und du machst mal auf den Goblinjäger noch das Grauen. Oder auch nicht. Schade. Eigentlich sehr schade. Na, dann mach so. Zack, dann hätten wir noch einen. Den werden wir ja wohl noch schaffen. Kommt, gib ihm. Nimm ihm die Rüstung noch. Ah, super. Aber die schafft's auch. Ja, die ist nicht schlecht, ne? Die ist nicht schlecht im Gegensatz zu unserem Zwergenmeister. Ja, er ist halt auch zum Zauberer ausgebildet worden, ne? Muss man immer sehen. Ja, klar. Gut. Dann kannst du mal uns hier wiederbeleben. Nee, wiederherstellen. Gerade den. Warte mal, dann mach du mal Magie aufheben. F5. So, dann können wir das hier wegmachen. Dann sind die gar nicht mehr so stark. Gott sei Dank. Und schauen mal, was es hier so noch gibt. Oh, da können wir wieder ins Wasser rein. Pulsierend rot. Yes! Yes! Da können wir wieder übers Wasser wandeln. Mal schauen, ob es irgendwas... das hat sich ja voll gelohnt, hier übers Wasser zu wandeln. Ach, das ist doch dieser Wiesling-Dschungel. Da müssen wir doch hin. Wir müssen nach Shiva finden oder so, ne? Eine Shiva. Oder Shabi oder Shiva. Irgend sowas. Violette Flüssigkeit. Gibt's gar nicht. Nehmen wir mal dich. Glück. Yes! Ich glaube, das brauchst du. Du bist immer so schnell tot. Gut. Dann hätten wir auch das erledigt hier. Dann könnten wir noch hier runter, ne? Weil hier oben... Na gut, wir müssen halt... Wir haben ja gesagt, wir müssen trotzdem nochmal hier rauf. Nee, wir gehen erstmal runter. Wir machen schon mal... Ja, ich weiß, ist ein bisschen vorschnell. Aber wir machen es trotzdem. Ja, da stehen sie schon und erwarten uns. Moment... Ich glaube, ich brauche zwar keine Feuer. I feel stronger. Das soll's. Aber so Dschungel ist nicht schlecht, ne? Können es ja bei Skyrim auch mal so eine Dschungelwelt. Gibt's ja, ne? Bei den Khajiit, glaube ich. So. There are enemies ahead. Geht mal zurück. Ach so, nee. Vielleicht doch nicht. Warte mal, mach mal einen Schutz, oder wie auch immer das ist. Der schützt uns trotzdem ein bisschen. Ein kleines bisschen. So. So, so, so. Was machen wir jetzt? Ja, du. Genau, du schießt. Ich mach mal. Ich mach mal das. Das kommt gar nicht so schlecht, finde ich. So, da kommt er angestiefelt und der dazu. Nicht schlecht, mein Freund. Dann mal alle Verteidigung. Das hab ich vergessen. Da fehlt es schlecht. So, da kommen sie an. Jetzt können wir loslegen, ne?
Wir könnten dich wieder wegschicken. Wenn es geht. Nein, geht nicht. Ah, das ist nicht so schön. Nee, ich möchte eigentlich erst diesen Traumräuber ins Jenseits befördern. Aber eins kannst du machen auf alle Fälle. Ein Feuerschild. Einen Feuerschild. Und gib mal den noch einen Säurespritzer drauf. Der kommt immer ganz gut. Versuch nochmal den. Eigentlich sehr schade. Traumräuber. Nicht schlecht. Du machst trotzdem mal... Versuchen wir trotzdem nochmal wegzuschicken. Wow. Wow. So, dann haben wir den. Oder hinten ist er noch ein. It can't be! Nur jetzt keine Panik. Krieg ich mir schon hin. Hoffe ich. Hoffe ich. Wartet mal. Steinhaut vielleicht. Sehr schön. Sehr schön. Um nicht zu sagen, super. Nee, 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 nee. Du säuberst den ganzen Mist. Du, ja, stichst weiter zu. Auf alle Fälle. Na, mach nochmal die Giftwolke. Boah, Wahnsinn. Die hauen da rein. Ohne mit der Wimper zu zucken. Du musst jetzt auf alle Fälle mal ein Schild wieder aufbauen. Gut. Wow. So, bitteschön. Das ist gut. Das ist super. Den müssen wir jetzt niedermachen. Gut. So weit, so gut. Du brauchst ein bisschen Trinkerei. Du bist uns mal, ne? Ja! Ja, was mache ich mit dir? Ja, ach so, die muss ich hier. Jetzt könntest du natürlich hier auch mal wieder dein Feuerschild anwerfen, ne? Und schick den, einen von denen, ist mir egal wen. Schick den nochmal weg. So, dann wird wir uns mit dem hier weiter auseinandersetzen. Ja! Dann setzen wir uns mit dem auseinander. Säurespritzer noch ran. Danke. Sag mal, kannst du nicht auch sowas Eisiges machen? Hier zum Beispiel so ein Eisring. Und mach nochmal Regeneration. Das ist nicht gut, was ihr hier treibt. Ah. Blöd genug, ne? Blöd genug läuft's. Da ist doch noch so ein Traumwandler. Oh Mann. Noch so ein blöder Traumwandler. Warte, dann trink erstmal noch was. Dann zieht sich das noch ein bisschen hin, ne? Dann zieht sich das noch ein bisschen hin. Ah, das hätte ich müssen. Wow! Oho! So. Einen hast du noch, ne? Okay.
So, weiter geht's. Ja! Zack. Ha. Warte, wir machen gleich noch eine Giftwolke hin. Du wieder ein Schild und du kannst, glaube ich, zustecken. Sehr schön. Hey, that's gonna leave a mark. Oh, geht schon. Geht schon, geht schon. So, du könntest den, könntest du nochmal wegschicken. Danke. Danke. Ist ja blöd. So, jetzt halt wieder säubern. Das kannst du wahrscheinlich noch einmal. Danke. Und gleich, ja, dann machen wir hier noch. Ja, so viel hast du nicht mehr gebraucht. Glaube ich. Wow. Wow, wow. Wow. Achso, Entschuldigung. Den sollten wir trotzdem noch was geben da hinten. Es sind trotzdem noch zwei von denen, ne? So, los geht's. Jetzt Magier. Ah, oh, verfehlt. No. Ist ja Wahnsinn. Ist ja Wahnsinn. Wieso? Warte mal, dann machen wir mal die Schattenrüstung rum. Vielleicht bringen die was. No! Can't be! Warte mal, wir haben was. So ein Case. Das wollte ich eigentlich für alle Fälle mal aufheben und nicht für hier. Für so einen Billigkampf. Mann. Halt. Ach so, jetzt weiß ich es wieder, warum. Ja, nochmal, dreimal. Ja, auf keinen Fall. Zack, weg mit dir. And stay down. I'm no expert, but this looks valuable. Säubern. Ja, das war jetzt, das war nicht gut. Das gebe ich zu. Das war nicht schön gemacht. Das habe ich verhunzt. Mist. Das habe ich echt verhunzt. Vor allen Dingen, was mich ja schon wieder stört, ist, dass ich diese Schriftrolle verbraucht habe. Das stört mich eigentlich am meisten. Ja! Weil die war gut, ne? Habt ihr das gesehen? Die war echt gut. Die war sogar super. Ja! So bei seinem Elitekampf könnte die so das Zünglein an der Waage sein. Aber einfach so. I'm voting to make camp. Anyone against? Nein, wir machen Camp. Niemand dagegen. So, schauen wir noch und dann mache ich. Dann pausiere ich, ne? Achso, wir schauen nochmal. Ich glaube, der muss noch was bestimmen. Die leuchtende Armbrust. Halt. Armbrust. Hä? Heilige Sandalen? Wollen die mich vergackeiern? Was? Heilige Stiefel? Hä? Heilige Sandalen. Okay. So, Jad-Tempel, den hatten wir schon.
So, hier gehen in die Eulenkaverne gehen wir heute erstmal nicht mehr. Ciao, ciao.